So, ihr werdet sehen, ich bin natürlich mal wieder zu faul zum gelbe Münzen sammeln, deshalb gehen wir zu Bowser. Wow! Mario öffnet uns die Tür, dank der Kraft der mystischen Powersterne und... rein da. Wilde Wasserwerft, entere Bowsers U-Boot. So, hat das letzte Bowser-Level aber nicht angefangen. Ja, richtig. Es ist noch gar nicht Bowser hier. Es geht hier erstmal eigentlich um... nochmal eine Welt. Mit meiner Meinung nach relativ einfachen Sternen sogar. Wobei ich trotzdem wahrscheinlich zu doof sein werde. Also jetzt schwimmen wir erstmal hoch, Mario. Wir müssen, glaube ich, fast jedes Mal müssen wir hier durchschwimmen. Das oh, ist so nervig. Hier erstmal Luft holen. Ist zwar nicht nötig, man schafft es auch gut so, außer man ist so extrem langsam. Aber... blab. Wow! Ich bin gerade irgendwie gut drauf, auch wenn ich eine zu eine Nase habe. Was doof ist. So. Ach genau, dieser Stern wäre auch relativ einfach. Wir machen aber erst den Stern, den wir machen müssen, dass wir ins Bowser-Level können. Auch wenn ich erst diese Welt abschließe und dann zu Bowser gehe. Ja, da oben sieht man doch schon den Stern. Es gibt Gas, Mario, komm. Niemand will sehen, wie du hier... ja, los. Mann. Oh, ich, wenn ich hier an Land bin. Nein, nicht hier. Da an Land. Ja, hoch. Ja, hoch. Muss ich erst noch hier... timen. Gut, dass ihr hier auch die richtige Länge des Parts bekommt. So, wenn ich hier drauf gehe, erscheinen... boah, ich muss kurz, ein Taschentuch benutzen. Na gut, okay. Ich werde sonst halt jetzt dann das Mikro sonst auf Stumm stellen. Nein, ich muss doch da... ach, komm. Das bin halt wieder typisch ich, nicht wahr? Ja, geh weg. Ach komm. Das ist mir mal wieder peinlich. Ja. Ich warte, bis weg ist. Kann ich nicht, wenn ich in der Perspektive bin. Warte, ich gehe in die Mario-Perspektive und zoom weg. Ja, hoch. Und hoch. Und fuck. Ich wollte einen Weitsprung machen. Okay, aber so schlecht ist das gar nicht. Die Perspektive wird meistens bei Hex verwendet, da die normale Lakito-Perspektive rumspackt. Also insgesamt finde ich die Kamera bei Super Mario 64 beschissen. Da ist die der DS-Version 100 mal besser. Und wir haben 60 Sterne. Das heißt, wir sind praktisch bei der Halbzeit. Also ich, ja, hab das so in Erinnerung, dass es... also ich hab's ja nie ganz durchgespielt. Soweit wie ich jetzt hier bin, war ich eigentlich noch nie. Aber ich habe mir mein Let's Play das vorhin geguckt, deshalb weiß ich ein bisschen was. So, und ich schalte mich kurz stumm. Husten! Sicher und weiter. Warum auch immer ihr das nicht hören dürft, aber ich glaube, das hört sich einfach beschissen an. Gleich nochmal rein. Öffne die Türen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Wo hier Türen sind. Okay. Ich schwimme hier einfach erstmal wieder durch, was ja extrem langweilig ist. Schwimm, Mario. Zack, zack, zack. Wenn ich gedrückt halte, bin ich, glaube ich, langsamer, oder? Ja. Ganz schnell, ganz viel drücken. Auftauchen brauchen wir nicht, das haben wir nicht nötig. Türen, wo können die Türen sein? Ich habe mir ja die Welt noch gar nicht groß angeguckt. Ich habe ja hier nur
Das U-Boot. Ah, dann holen wir halt den. Den können wir, glaube ich, relativ easy holen. Den Schalterpalast haben wir. Eins, zwei. Oh, okay. Vielleicht doch nicht so einfach, wie ich dachte. Also nochmal ausholen. Bin ich richtig? Und den letzten. Den habe ich aber wieder nicht bekommen. Okay. Eigentlich ist es einfach, aber ich mache es wieder kompliziert durch mein Nichtskönnen. Wobei die Ringe kommen mir ja entgegen. Naja. Genau, dann ist da unten ein Stern. Wir können aber halt natürlich nicht runter. Ein bisschen unkreativ finde ich das Ganze da. Das ja, gab es ja schon mal in der anderen Wasserwelt. Aber trotzdem. Man soll nichts gegen das Spiel sagen. Es stecken hier so viele Ideen, so viele tolle, schöne Ideen drin. Da darf auch mal sowas vorkommen. Kein Problem, Nintendo. So, grün war, glaube ich, oder? Kannst du nicht hoch, da ist Gitter. Ja, cool. Erstmal abtauchen. Yeah. Und los, Sprint Mario, los, 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 sonst geht die Kappe weg und dann wäre das nicht gut. Und so weiter. Woohoo! Ich glaube, da ist sogar nochmal Stern auf die beinahe gleichbillige Art. Sicher und weiter. Nein, ja. Da wollen wir doch noch nicht rein. Das... Öffne die Türen. Ja, ja. Mann, oh Mann. Swim, Mario, swim. Das nervt. Wieso müssen wir da jedes verdammte fucking Mal durch? Aber ich weiß gar nicht, wie das ist mit der Tarnkappe. Also dem blauen Schalterpalast. Da haben wir den freigeschalten. Wie das da unter Wasser ist. Können wir da normal schwimmen? Oder sind wir dazu... Leicht. Weiß ja gar nicht, wie das sich vom Status, keine Ahnung, wie man das sagt, verhält, denn hier irgendwo, ja, hier, ist nämlich hier so auch wieder so ein billiger Stern. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob er wirklich so billig ist, wie ich ihn jetzt hier darstelle. Ja, also wir haben hier wirklich relativ lange Luft. Das passt ja so ganz gut. Und auch Mario. So. Das probieren wir einfach aus, würde ich behaupten. Aber nicht so. Ja, doch, ganz normal. Die müsste ja lang genug halten, dass wir da hinkommen. Weil ich dann immer noch nicht weiß, wo Türen sind. Vielleicht sollte ich mal nicht gleich abtauchen. Ich glaube, ich tauche erstmal auf. Wenn ich wieder in die Welt joine. Wieso vereine die? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wieso dieser Stern so heißt. Vielleicht, weil man da die Mütze benutzt hat. Okay, das war Stern Jack. Wieso haben die schon einen gleichen Stern Jack eingebaut? So, nein, Mario, nicht abtauchen. Ich will mich hier umsehen. Ein Hai. Gar nichts. Ja, dann runter.
also bringe. Und was haben wir aus der Erfahrung gelernt? Ja. Schwimm durch die Ringe, wenn du einen Stern haben willst. Und zwar gehen die Ringe von diesem... Wie heißt die Viecher? Das sind Fische. Rochen? Ich glaube Rochen, oder? Aus, aber ich habe keine Ahnung, wie viel ich schwimmen muss. 5, schätze ich. Yeah, wo geht der Stern hin? Oh, ist das möglich? Oh, fuck. Das date ich. Ich keine Ahnung habe, ob ich von dem Strudel angesaugt werde. Nein, werde ich nicht. Okay. Dann hat es ja keinen weiteren Sinn, Zweck. Folge dem Fisch. Ja, okay. Die bezeichnen den nur als Fisch. So. Wie sieht es denn zeitlich aus? So, oh. Da haben wir ja noch richtig viel Zeit. Ja, ach, Truhen. Oh Gott, bin ich doof. Entschuldigung. Oh, das ist... Oh, ja. Ihr wisst ja, hier mit meiner Fähigkeit zu lesen ist nicht weit her. Ich tue das nicht gern. Ich habe das nie gemacht. Deshalb... das war die falsche. Und ich bin tot. Also man wird von dem Strudel angesaugt. Aha. Aber nicht, wenn man den Stern holt. Gerade nochmal gehustet. Lalala. Diese Truhe war falsch. Wie viele sind denn hier? Ich sehe bisher 3. Sind es 4? Ich sehe es gerade nicht. Müssen wir halt ausprobieren, welche die richtige ist. Dreh dich und... diese ist nicht richtig. Ich sollte nicht zu weit hoch, denn da saugt mich der Strudel an. Dann bist bestimmt du richtig. Yeah. Oh, Luftblase. Wäre wichtig. Wäre mir ein persönliches Anliegen. Ich habe sie bekommen. Auch wenn ich viel zu weit weg war. Naja. Und du? Wie sieht's mit dir aus? Oh, sehr schön. Und jetzt muss ich gucken. Ich werde hier... Ja, toll. Das ist ja, dass ich jedes Mal wieder runtertauchen muss und die anderen zwei machen, wenn ich da als dann nachher auch staten. Das ist doch doof. Aber die Wand hier, wo man reinspringt, sieht ja extrem geil aus, auch wenn, naja, sie ein bisschen... Wie sagt man? I don't know. Was ist denn da ein der Mupfel? Nichts? Nichts? Okay, aber ich habe noch mal eine Truhe gesehen. Was bedeutet, ich muss erst zu der, bevor ich hier mich in die Mitte... Also, ich gehe erstmal zu der. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die in der Mitte die letzte ist. Oder habe ich jetzt einfach eine Truhe doppelt gezählt? Ich werde es ja sehen. Nee, habe ich nicht. Ja, das war richtig. Okay. Dann mal Staten, ne? Und nein. Also wenn man sich umgedreht bekommt, dann kommt man auch weg. Aber man muss es halt erst hinbekommen. Und vor allem, wenn man hier die Truhe versucht zu öffnen. Fick dich doch. Strudel.
natürlich weiß ich auch gar nicht, wo der Stern erscheint. Wenn der natürlich im Strudel erscheint, dann weiß ich gar nicht, ob man den bekommen kann. Also ohne Schuhe oder so. Wobei der Strudel geht ja nach unten, nicht nach oben. Also Mario schon weg. Los. Nicht so. Die Anziehungskraft des Strudels nicht so hoch ist. Fuck. Ja. Wo wäre er denn hingegangen? Wir sind zwar tot, aber... Nee, der geht einfach so irgendwo hin. Da habe ich gerade auch schön durch die Wand sehen können. Diesmal vielleicht gleich so machen, wie ich es jetzt hier gegen Schluss gemacht habe. Wo ist denn das Loch in der Wand? Da ist das Loch in der Wand. Jetzt kommt es mir so vor, als ob mir die Luft schneller ausgeht. So, und... Ich bin schon wieder tot. Oh je. Gut, machen wir lieber ein Sustain. Wenn wir hier in diesem Gang... oh, Entschuldigung. In diesem Gang sind, denn... ja, das ist doch nervig. Ich nehme an, euch nervt's auch. Am Boden bleiben, am Boden bleiben. Nein, 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 nein. Mario. Schwimm doch weg. Der Stern ist so... einfach, hatte ich eigentlich das Gefühl. Als ich abgeschnitten war. Ich tue das nicht, weil es mir um die Ups geht, sondern... Was passiert, wenn man Game Over geht? Nein, nichts, oder? Also. So, und jetzt hau aber ab, Mario. Gut, ich glaube, jetzt haben wir es. Es und ich mache das nur, dass ich jedes Mal wieder hinschwimmen muss. Alle Truhen in der richtigen Reihenfolge öffnen. Bla bla bla. So, wie viele Sterne haben wir denn noch? An sich wäre es schön, wenn wir hier diese Partywelt komplett machen könnten, denn dann könnten wir im nächsten Part zu Bowser. Ja, okay. Springe. Oh Gott, rote Münzen. Okay. Die waren, glaube ich, drüben. Und da ist es Springe. Das heißt, man kann runterfallen. Wenn ich es jetzt anfange, wird's... Naja, wobei, ich habe sie schon mal gecuttet hier in der letzten Welt. Wie mache ich's? Ja, doch, ich mache das jetzt. Dann wird der Part halt hier vielleicht etwas länger. Oder ich muss es doch noch im nächsten machen. Vielleicht mache ich auch wieder zwei Bowser-Parts. Einer, wo ich zu Bowser gehe und ihn besiege. Und den anderen, wo ich nur rote Münzen sammle. Denn, ja, dann sterbe ich nicht so oft beim ersten Versuch. Dann können wir locker Bowser sehen und im zweiten. Dann nur die roten Münzen. So. Gut, dann wollte ich noch was ansprechen. Und zwar, oh Gott, hier werden die gelben Münzen, glaube ich, übel. Übel. Es gibt in manchen Welten auch teilweise extrem wenige. Und das ist hier der Fall. Ich glaube, hier gibt es nur 106 oder so. Also, da darf man wirklich nichts verkacken. Ich weiß nicht, ob da die roten Münzen mit einberechnet sind. Aber wenn das der Fall ist, dann, oh Gott. Nein, nicht runterfallen. So. Da haben wir schon 4 von den Teilen. Okay. Wie zur Hölle? Ach so. Achso, ich muss es dann nachreden. Nee, geht doch so.
Eine DS-Version waren da so Lianen. Ich muss hier. Oh je. Oh je, oh je. Einen Weitsprung machen oder wie? Huscht, huscht. Alter. Das war auch leicht leichter in der Version für das Remake war das ja eigentlich hier für den Handheld. Beziehungsweise den DS. So, Safe State. Ja. Ja, immer noch. Ne, so wird das nicht gemacht. Oder habe ich die Münze nur so verfehlt? Ich kann so eine dieser Münzen einsammeln. Ich gehe mal kurz zu dem Schild, das steht da drauf. Geh doch hoch. Junge. Steht da was zu den roten Münzen? Von Zeit zu Zeit erscheint eine farbige Zahl. Ja, okay, die kennen wir. Die haben wir in der Mission davor gemacht. Gut, dann machen wir eben das und dann das und nicht das. Sondern eigentlich will ich gucken, ob dann an anderen Stellen. Nö, Kisten erscheinen nur da. Und ich kann mich da oben nicht festhalten. Also, falls jemand sagt, du kannst dich doch da oben festhalten. Mann. Wäre nicht so, dass ich es nicht probiert hätte. Nee, nee. Los, Zeit läuft ab. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Ja, an die komme ich ran. Das ist schön und gut. Dann, ich mache das jetzt so. Da ist mir doch gerade mal der Emulator abgeschmiert. Und wie ihr seht, habe ich jetzt gerade mal die HD-Texturen ausgemacht. Und ich muss es sagen, diese Dinger sollten eigentlich da sein. Sind sie aber nicht. Bedeutet auch, also es liegt nicht, dass man sie nicht sieht, es sind einfach wirklich nicht da. Ich habe ein Problem. Ich kann die Münzen nicht holen. Ich kann es euch zeigen, ich habe auch die DS-Version, aber ich weiß nicht, ob ich alle Sterne zusammenkriege, um das Spiel zu vervollständigen. Ich glaube nicht, dass ich da einen Schalter dafür aktivieren muss oder so. Die müssten. Ach. Ja, die müssten da sein. Sind sie aber nicht. Ja. Das ist mal wieder toll gelaufen. Ich verabschiede mich für diesen Part von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.